Im Hintergrund die Flamingos, aber das ist hier nicht Miami Vice, sondern Orlando und hier ist Zeiss. Wir sind bei SeaWorld, deswegen auch dieser Tropendeckel. Und ich habe heute jemanden zum Interview, den kennt ihr vielleicht. Ihr habt ihn einmal gesehen im Interview mit Min Jean. Jetzt will ich aber wissen, wer es genau ist. Er kommt aus den Bergen aus Österreich. Sein Name ist Viktor Krüger oder Kruger. Viktor. Ja. Oh, du. Was sind das für Federn, Viktor? Ich wollte mal eine diesen Fantasy-Vögeln einmal da in die Griff bekommen. Das ist doch so schön. Ja, Viktor Krüger ist mein Name. Und aus Österreich komme ich, jawohl. Und diese Vögel, na, wie heißen die, Flamingos oder so? Flamingos, ja. Ich hätte mal einen gerne an der Wand, nicht wahr? Ich habe sehr viele Trophäen an der Wand. Nicht nur im Sport, sondern auch im zivilen Leben. Viktor, wer bist du? Woher kommst du? Viktor Krüger. Ich weiß nicht mal selbst, wer ich richtig bin. Ich komme aus Österreich, das weiß ich. So viel weiß ich schon, nicht wahr? Und wohin ich gehe, das weiß ich auch. Um die Welt. Around the world, my friend. You know what I mean? Und ich werde aufräumen. Ja, ich werde aufräumen. Und anfangen werde ich mit der WCW, die so aufgeblasen die Athleten hat und die sich so einbieten, als ob sie Stars sind. So wie die Flamingos. Viktor, werde ich sie auf einmal in den Griff bekommen und sie einmal anfangen zu würgen. Viktor, was ist das für eine Axt? Hat das irgendwas zu bedeuten? Ja, das ist ein altes Symbol aus meiner Heimat, Österreich. Und da kann ich mich noch erinnern daran, wie mein Großvater, mein Grandfather told me, never did it, never do it, and never gonna do it again. Viktor, du hast im ersten Interview mit Min Jean ganz schön groß aufgezogen. Du wolltest gleich gegen Hulk Hogan antreten. Er ist der Champion und du bist neu in der WCW. Ich meine, ist das nicht ein bisschen dick, ein bisschen viel auf einmal? Nein, das ist nicht viel auf einmal. Olli, schau mich an. Schau mich ganz genau an. Was glaubst du? Bin ich zu viel? Oder ist er zu viel? Bist du zu viel? Oder was? Viktor, eine letzte Frage. Beim Interview Clash fragen wir immer, wer ist dein Lieblingsmusiker? Was ist dein Lieblingssong? Das ist eine sehr witzige Frage. Der Song, der mein Lieblingssong ist, ist noch nicht geschrieben worden. Merkt ihr das?